Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur außergewöhnlichsten Pressekonferenz, die ich in 40 Berufsjahren erleben darf. Corona macht es möglich, dass wir uns nicht live sehen können. Dank der APA sind wir perfekt organisiert aus den wunderbaren Räumlichkeiten der Säulenhalle in der Hofburg. Und ich darf Ihnen zu unserer Premiere heute gleich unsere Gesprächspartner vorstellen. Zu meiner Linken freut es mich ganz besonders Elisabeth Gürtler. Sie hat den weiten Weg von Tirol nach Wien nicht gescheut, von ihrem wunderbaren Hotel Astoria auch wieder mal zu sehen, was sich in Wien tut. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Zu meiner Rechten Birgit Reitbauer, die Chefin des Steirerecks, aber auch am Burgusch sehr aktiv unterwegs. Es wird aktiv umgebaut. Wir freuen uns alle schon, bald zu sehen, dann, wenn wir wieder dürfen, wenn wir wieder kommen dürfen, was sich dort alles tut. Dann Max Stiegel. Er spricht heute für die Köche. Wir haben ja leider nicht alle Köche hier einladen können. Wir sind ja auch hier schon sehr begrenzt. Max Stiegel, Koch des Jahres unseres Mitbewerbers Gourmillot. Freut mich auch besonders, dass du heute da bist und der beste Koch im Burgenland. Dann Tobias Müller. Wer Mochis liebt und wer Sushi liebt, kommt an ihm nicht vorbei. Bester Takeawayer Österreichs. Herzlich willkommen auch. Dann Nadine Tschiderer zu meiner weiteren Linken. Meine Mitherausgeberin des allerersten Hotelguides von Falstaff und auch des ersten Hotelguides dieser Art weltweit, nämlich mit 1100 Hotels, wir kommen darauf dann noch zu sprechen, die erstmals bewertet wurden. Viele Guides gibt es natürlich über Hotels, aber nicht solche, die auch ein klares Bewertungssystem aufweisen, wie wir uns nun darüber getraut haben. Und dann noch Pablo Meyer-Schomburg, der Mann im schwarzen Kamel, den viele von Ihnen kennen und der sich wahnsinnig freut, dass es bald wieder losgeht, denn er wird heute ausgezeichnet als für das Service in Österreich als bester Servicemann des Landes. Und damit komme ich schon zum Faktischen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Ihnen heute präsentieren zu können zum 15. Mal den Falstaff Restaurant Guide. Sie wissen, der Falstaff Restaurant Guide ist der einzige Guide in dieser Art in Österreich, der ausschließlich auf Gästebewertungen beruht. Das heißt, wir haben 20.000 Gourmet-Club-Mitglieder und die bewerten jedes Jahr diesen Guide. Jetzt wird man natürlich fragen, wie ist das möglich gewesen, überhaupt in Zeiten von Corona, wo 6 Monate lang die Gastronomie geschlossen war. Wir hatten ja ein erstes halbes Jahr. Und wir hatten einen starken Sommer und im Sommer wurde getestet auf Teufel komm raus. Und das war natürlich dann mit dem nächsten Lockdown im Herbst leider wieder zu Ende. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viele Bewertungen bekommen. Und wir haben auch mal eines gesagt, wir wollten angesichts der unglaublich angespannten Situation in der Gastronomie, wollten wir den Menschen keine Abwertungen zumuten, weder den Wirten, den Gastronomen, noch den Gästen. Das heißt, wir haben zwar so viele Restaurants wie noch nie hier in diesem Guide, nämlich 1900 Restaurants, Landgasthäuser, Beiseln, der Wirt ums Eck, alles finden Sie in diesem Guide, was gut und herrlich ist und auf das wir uns in Bälde schon freuen. Wir sprechen ja oder rechnen alle mit dem Lockdown-Ende für die Gastronomie und für die Hotellerie am 17. Mai. Zumindest meine ganz persönliche Prognose. Ich muss den Bundeskanzler noch davon überzeugen, dass es dann auch wirklich so sein wird, dass wir alle aufsperren können, alle Restaurants, und zwar außen und innen natürlich, nicht nur außen, das ist ganz, ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt zwar die Schanigarten offen gehabt in den letzten 2, 3 Wochen, aber keiner hätte draußen sitzen können. Also man stelle sich vor, der Schanigarten ist offen und keiner kann hingehen, weil es einfach zu kalt war und trotzdem muss die Küche warm sein. Also eigentlich ein Unding. Und hoffentlich natürlich auch mit 17. Mai dann die gesamte Hotellerie, die ja das krisengebeutelste unter allen Branchen in diesem Land gewesen ist. Aber dazu wird vielleicht Frau Gürtler auch noch einiges zu sagen wissen. Also dieser Restaurantguide mit den meisten Restaurants und Beiseln des Landes, in einer Auflage von mehr als 35.000 Stück, auch der auflagenstärkste Guide in diesem Land und von Gästen gemacht. Und dieses Mal eben ausschließlich mit positiven Bewertungen.
Also es gibt keine negativen Bewertungen da drinnen. Wer einfach nicht gut genug war, kommt nicht vor. Das ist die diplomatische Lösung gewesen, auf die wir uns geeinigt hatten. Aber wir haben über 200 neue Betriebe in diesem Guide, die es im letzten Jahr noch nicht gegeben hat. Also es lohnt sich auf alle Fälle, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und wer sind nun die großen Sieger? Wen dürfen wir vor den Vorhang holen? Für das Lebenswerk eine junge Dame eigentlich, denn Haya Molcho ist natürlich viel zu jung noch, um für das Lebenswerk ausgezeichnet zu werden. Aber sie ist eine unfassbare Gourmet- und Gastrounternehmerin, weltweit mittlerweile tätig. Und wir haben uns gedacht, mit dieser Energie, mit diesem Elan, wie sie Neni nicht nur in Wien jetzt bald zum dritten Mal aufzieht, sondern auch international in etlichen Städten mittlerweile unterwegs ist, ihre ganze Familie mit eingespannt hat, da bleibt kein Auge trocken, die müssen alle daran, wenn die Mama an den Herd ruft. Also das war für uns und unsere Jury wert, für das Lebenswerk Haya Molcho auszuzeichnen. Also herzliche Gratulation an Haya Molcho. Paul Ivic ist einer von 7-Sterne-Köchen weltweit, die einen Michelin-Stern bekommen haben. Paul Ivic, der das Tian betreibt, mit unglaublicher Passion, mit unglaublichem Esprit und mit unglaublichem Können, wurde ausgezeichnet mit unserem Partner Vöslauer für die beste Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist heute längst kein Schlagwort mehr. Nachhaltigkeit bestimmt unser Leben. Nachhaltigkeit wird unsere Zukunft bestimmen. Unsere Kinder fordern von uns Nachhaltigkeit jeden Tag ein, meine zumindest. Und ich glaube, Paul Ivic ist für die Gastronomie der Mann, der das am besten in diesem Jahr verdient hat. Gastronom des Jahres, eine für Gastronomen wahrscheinlich wichtigste Auszeichnung. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das ein Mann bekommen hat, der eine unglaubliche soziale Ader neben all seinen gastronomischen Fähigkeiten hat. Er ist Hotelier, er ist Restaurantbetreiber und er ist ein Mann, der während der Pandemie, das muss man sich einmal vorstellen, seine Mitarbeiter in seinem Hotel beherbergt hat. Also so nach dem Motto, Kinder, bevor ihr mir verloren geht, bleibt hier, macht einen Dauerurlaub, geht Skifahren, wohnt bei mir gratis im Hotel, aber irgendwann werden wir wieder zu arbeiten beginnen. Lieber Yoshi, herzliche Grüße nach Vorarlberg, nach Zug in die Rote Wand. Du hast es dir verdient, wie kaum jemand anderer, Gastronom des Jahres zu werden. Herzliche Gratulation ins Ländle. Ja, Sommelier des Jahres. Sie wissen, Falstaff ist das im deutschsprachigen Raum größte Weinmagazin, Gourmetmagazin und Magazin auch für Traveling. Wir sind seit wenigen Monaten auch in Deutschland Marktführer. Ich habe mich gestern ein bisschen gefreut, dass Armin Laschet der neue Kanzlerkandidat wird. Der Herr Söder wird mir das verzeihen, aber er hat uns auch ein bisschen Schlimmes ausgerichtet in den letzten Wochen in Österreich, vor allem meinen Tiroler Freunden. Also Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat und der war einer der Ersten, der uns im Falstaff gratuliert hat, dass wir den Feinschmecker überholt haben. Hat noch kein österreichischer Politiker gemacht, aber vielleicht der zukünftige Bundeskanzler in Deutschland. Hat mich auch gefreut. Wir kommen zu, warum bin ich jetzt ein bisschen ausgewichen, weil Falstaff aus einem Weinmagazin entstanden ist. Wein ist für uns ein ganz großes Thema und deshalb ist der Sommelier des Jahres eine ganz, ganz wichtige Auszeichnung. Der Sommelier des Jahres ist ja der Vermittler des Weines zwischen Gast und Winzer. Und wir haben seinerzeit nach dem Weinskandal wahnsinnig stark mit den Sommeliers als Lehrmeister gearbeitet, die den Konsumenten, den Gästen in der Gastronomie wieder gezeigt haben oder erstmals gezeigt haben, wie wichtig es ist, auf die Qualität zu achten, zu wissen, woher kommt der Wein und so weiter. Deshalb ist das Sommelier des Jahres eine ganz besondere Auszeichnung. Es freut mich, dass es nach Salzburg geht, ins Icarus, in den Hangar 7, eines der tollsten Restaurants, das wir in diesem Land haben. Dank Didi Mateschitz, auch mit einem unglaublichen Konzept, arbeitet mit den besten Sterneköchen, die aus der ganzen Welt dort wieder hoffentlich bald zu Gast sein können. Und Matthias Berger ist der Sommelier in diesem Restaurant und wir gratulieren herzlich zu seiner Auszeichnung Sommelier des Jahres in Salzburg. Ja, bester Service. Was ist Gastronomie ohne Service? Was ist Gastronomie ohne Ober, ohne Kellner? Und ich werde gleich jetzt vielleicht den Ersten hier ein bisschen interviewen, nämlich Pablo Meyer-Schomburg. Pablo Meyer-Schomburg
ist der Servicemann des Jahres geworden von den Gästen im Schwarzen Kamel und nicht nur im Schwarzen Kamel, sondern alle, die am Schwarzen Kamel auch irgendwann einmal angestreift sind, haben ihn gewählt zum besten Servicemann des Jahres. Und ich hoffe, das geht jetzt mit der Regie, wenn ich den Pablo frage. Geht das mit der Kamera? Okay, also dann die Kamera vielleicht einmal auf Pablo. Pablo, wie geht es mitten in der Pandemie, nach so vielen Monaten, einem beseelten Servicemenschen wie Ihnen, der mit seinen Gästen nicht zusammen sein kann? Furchtbar, ganz furchtbar. Hat auch lang gedauert, die ersten Tage, Wochen. Und jetzt sind es ja bald Monate, irgendwie auch mit sich etwas anzufangen, weil ich halt so in meinem Beruf drinnen bin und weil ich das so gern mache und eigentlich mein ganzes Hobby darauf ausgerichtet habe, dass es so richtig einschneidend eigentlich ist. Und mir fehlen meine Gäste, aber ich habe das unglaubliche Glück, dass ich von sehr, sehr, sehr vielen Stammgästen die Telefonnummern habe, weil sie mich halt anrufen, wenn sie ein Tischerl brauchen, und ich kriege täglich irgendwelche SMSs oder WhatsApps, wie geht's dir, und wir freuen uns schon so wieder ins Schwarze Kamel zu kommen und ihr fehlt uns und sonst was. Also, viele sagen ja, man kommt wegen Ihnen ins Schwarze Kamel, das will der Chef wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber es wird auch nicht so sein. Ich bin wahnsinnig gefreut, dass Sie ausgezeichnet wurden, darf ich Ihnen sagen. Aber es gab ja neben dem Entzug von dem Kontakt mit den Gästen ja auch massive wirtschaftliche Nachteile, gerade für die Servicekräfte. Ihr habt doch, ja, ein Großteil eures Einkommens ist durch das Trinkgeld, und das ist jetzt über mehr als ein halbes Jahr weggefallen. Wie geht man damit um? Das ist so, und wir wissen es, es ist ein Großteil oft unseres Einkommens, und wer da nicht vorbereitet war darauf und irgendwie so seine Ersparnisse zur Seite gelegt hat, und das ist ein bisschen so ein Problem in der Gastronomie, weil es ja jeden Tag reinkommt, das Trinkgeld, wird auch oft sehr lässig damit umgangen, und viele haben sich da keine Ressourcen geschafft und sind da wirklich in große Schwierigkeiten gekommen. Ich kann Gott sei Dank ranzen auf hohem Niveau, mir geht's gut, aber letztendlich habe ich dann auch festgestellt nach 40 Berufsjahren, dass ich meine Fixkosten mit meinem Grundgehalt gar nicht decken könnte. Das heißt, ich zahle jetzt eigentlich jedes Monat von meinen Ersparten ein, um es mir leisten zu können, zu warten, dass ich wieder arbeiten darf. Ne? Das geht natürlich Zehntausenden so wie Ihnen. Das geht natürlich sehr, sehr vielen noch viel schlimmer als mir. Wie gesagt, also jeder hat keine Ressourcen. Ja. Also es ist ganz furchtbar für viele. Für Aber umso mehr freuen Sie sich vielleicht über diese Auszeichnung. Herzliche Gratulation. Danke vielmals. Ich nehme das stellvertretend für alle Servicekräfte in diesem Land entgegen. Und vor allem für jeden in meinem Team, weil das ist nicht allein mein Preis, das ist jeder einzelne Mitarbeiter im Schwarzen Kamel, eines der großartigsten Teams, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ja, wir freuen uns alle schon auf den Gipfel. Ich darf das bitte im stellvertretend für alle mitnehmen. Bravo, danke vielmals. Ja, einer, der leider auch nicht da sein kann, sitzt gerade in New York, ist aber auch sehr froh, dass New York wieder aufgegangen ist. New York ist Wien ja in dem Fall ein bisschen schon voraus. Dort hat man zwar einige Beschränkungen im Platzangebot gemacht, aber die Gastronomie geht auf oder ist bereits aufgegangen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass ein Österreicher, ein Tiroler, Aldo Sohm, es geschafft hat, dort so tolle Karriere zu machen. Aldo Sohm ist im Le Bernardin, das ist ein Drei-Sterne-Betrieb in Manhattan. Der Sommelier, der Mann für alle Getränkeverantwortlichkeiten dort emporgestiegen. Es ist sogar eine eigene Weinbar nach ihm benannt worden von seinem Patron, die Aldo Sohm Weinbar. Er führt auch einen kleinen Weinhandel, und er war Weltmeister für alle Sommeliers schon einmal. Und er ist einer unserer besten Botschafter, die wir nur haben können für österreichische Gastfreundschaft, wenn sie international eingesetzt werden kann. Herzliche Gratulation nach New York zu Aldo Sohm. Wir freuen uns wahnsinnig, den besten internationalen Botschafter in diesem Jahr an ihn verleihen zu können. Ja, jemand, der heute hier ist, ist Tobi Müller. Tobi Müller ist einer der beiden Mochis. Und ich habe schon gesagt, wer Sushi liebt und wer Takeaway liebt, der liebt Mochi. Und ich freue mich ganz besonders, lieber Tobi, dass du da bist, und ich gratuliere sehr herzlich. Die große Falstaff-Community hat euch ausgewählt zum besten Takeaway-Restaurant des Landes. Und vielleicht auch ein bisschen eine Frage an dich. Ich meine, ihr wart ja vor Corona schon sehr stark im Geschäft, auch mit einem eigenen Takeaway-Lokal. Wie hat Corona euer Geschäft verändert, und was
was ist daraus für die ganze Branche vielleicht entstanden? Also es stimmt, wir haben vorher schon ein bisschen Takeaway gemacht. Das, was für uns vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil war, ich muss sagen, es hat wahnsinnig viel Innovation gegeben. Wir haben versucht, unsere Gäste zu erreichen, ohne dass wir sie halt bedienen können, ohne dass wir sie sehen, und mussten mit unserem Produkt, mit der Verpackung versuchen, die Gäste jedes Mal aufs Neue zu überraschen, irgendwie zu, nicht zu ködern ist das falsche Wort, aber am Ball zu bleiben. Takeaway an sich, glaube ich, ist ein bisschen salonfähiger geworden. Also es hat so viele gute Sachen gegeben. Viele unserer Mitstreiter, Freunde haben ganz tolle Produkte entwickelt. Wir selber haben das sehr viel konsumiert. Und ich denke einfach, das Thema Takeaway hat sich einfach ein bisschen besser gefestigt und mehr Qualität ist daraus entstanden. Ja. Und wird das bleiben? Viele Wirte haben ja sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, haben Takeaway integriert und auch das Home Delivery. Ist das ein neues Geschäftsfeld geworden? Also wir machen ja einen Teil unseres Geschäftsmodells ist Takeaway. Also ich hoffe ja, sonst hätten wir ein Problem. Ich glaube, was haben wir gesehen nach dem ersten Lockdown? Es wird, und das ist auch gut, mal runtergehen. Die Leute wollen wieder essen gehen. Sie wollen ins Lokal gehen, sie wollen bedient werden. Das ist eigentlich auch das, was wir am liebsten machen. Aber ich glaube, wie ich vorher schon gesagt habe, es hat sich verändert. Es ist mehr Qualität im Takeaway passiert, mehr Innovation. Und dadurch, glaube ich, man gönnt sich dann halt einfach auch einmal im Monat, in der Woche, auch einmal Essen zu Hause. Also man kann mittlerweile auch gutes Takeaway bestellen. Das möchte ich einfach damit sagen. Also wir glauben fest daran, dass es bleibt. Ja, ich glaube das auch. Ich bin auch ein großer Takeaway-Gast geworden. Was bleibt mir anders über? Aber auf der anderen Seite kann ich das mit der Qualität sehr unterstreichen und unterschreiben. Ja. Also jedenfalls herzliche Gratulation an dich, an deinen Partner, an euer ganzes Team. Ihr habt euch das mehr als verdient und Österreich applaudiert euch heute. Danke vielmals. Ja, dann die Eröffnung des Jahres. Es musste eine deutsche Brauerei kommen, um eines der traditionsreichsten Beiseln in Wien wieder neu zu beleben, zu den drei Hacken. Es gibt eine riesen Fangemeinde dieses Wiener Beisels und es wurde neu eröffnet. Es wurde nicht nur ein bisschen ausgemalt, sondern es wurde an allen Ecken gefeilt. Dank einer Wahlwienerin, der Katharin Demeter. Sie ist die Stiftungsvorständin der Münchner Augustiner Brauerei und sie ist dafür verantwortlich, dass wir und die Wiener vor allem und alle, die nach Wien kommen und die drei Hacken in Zukunft wieder ausprobieren können und besuchen können, dass sie das neu genießen können. Also das ist für uns und für unsere Gäste die beste Neueröffnung des Jahres. Herzliche Gratulation an Katharin Demeter und an die drei Hacken Augustiner Brauerei. Ja, jetzt sind wir schon bei den Beiseln angelangt. Das ist natürlich für Wien und auch für alle Gourmets und Liebhaber feiner Küche, feiner österreichischer Küche ein ganz großes Thema. Wer ist das beste Wiener Beisel geworden? Wer ist das Beisel, wo man hingeht und authentische Küche bekommt? Und ich freue mich sehr, dass das drei Gründer oder drei Wirte bekommen in diesem Jahr. Das ist das Dingelstädt 3. Das Dingelstädt 3 ist ein Beisel im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlichen Glückwunsch an Jakob Jensen, an Andreas Döckler und an Eduard Peregi. Das sind die drei Wirte, das sind die drei Betreiber von Dingelstädt 3. Und das ist mit sehr großer Freude heuer die Auszeichnung zum Beisel des Jahres. Aber wir fahren auch gern aufs Land. Wer nicht? Und in Zukunft noch viel, viel mehr. Ich kann schon gar nicht mehr erwarten, in meine geliebte Wahau zu kommen. Und deshalb hat auch die große Falstaff Gourmet-Gemeinde als bestes Landgasthaus die Wachau gewählt, nämlich den Leubnerhof in der Wachau. Die Familie Knoll, die interfamiliär nicht nur die besten Weine macht in der Wachau, natürlich neben Hirzberger und Prager und FX Bichler, wir kennen sie alle, aber die Knolls machen schon extrem gute, säurebetonte Rieslinge und Veltliner. Und der Cousin betreibt das Gasthaus, den Leubnerhof. Das ist ein Landgasthaus mit Sehnsucht, ein Sehnsuchtsort sozusagen. Und wir freuen uns alle schon, wenn wir dort wieder im Garten unter den Apfelbäumen
nicht nur die Wachau, sondern auch diese wunderbare Küche der Wachau genießen können. Herzlichen Glückwunsch daher an die Familie Knoll, herzlichen Glückwunsch an den Leubnerhof für das beste Landgasthaus. Ja, schnell und gut muss es heute oft gehen und deshalb gibt es eine neue Kategorie. Wir essen ja nicht jeden Tag Gourmet und wir können nicht jeden Tag in Steyrek gehen, leider, oder ins Mochi. Wir nehmen uns auch einmal schnell was mit und das sollte dann auch gut schmecken. Und das funktioniert und das gibt es und das geht. Es gibt ein Taco-Restaurant in Wien, das diese Qualitätskriterien perfekt erfüllt, das Mais. Das Mais von Monika Sims. Monika Sims hat Taco irgendwie für Österreich, glaube ich, neu erfunden, könnte man fast sagen. Die Gäste, das Mais zum besten schnell und gut Restaurant kann man gar nicht sagen, schnell und gut Labstelle gewählt haben, sind so überzeugt, dass es keine besseren Tacos in diesem Land gibt. Ja, und jetzt komme ich zu den Bundeslandsiegern. Da hat sich nicht viel verändert, aber das muss man sich auch jedes Jahr neu verdienen. Bis auf ein Bundesland haben wir im Prinzip die Bundeslandsieger, wie wir sie auch bisher hatten. Und ich freue mich ganz besonders, dass für die Bundeslandsieger zwei Vertreter heute hier sind, Wien und das Burgenland. Ich darf ganz herzlich begrüßen Birgit Reitbauer. Sie ist eine Wirtin, wie man sie es nur wünschen kann. Ihr Mann, der Heinz Reitbauer, einer der besten Köche des Landes und Europas, darf sich jeden Tag glücklich schätzen, so eine Frau an seiner Seite zu haben, die nicht nur die Familie perfekt managt und ihn wahrscheinlich, sondern auch das Restaurant. Und ich glaube, Birgit, 99 Punkte, ihr seid wieder top, 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 top. Und herzliche Gratulation nicht nur zum Wien-Sieger, sondern auch gemeinsam mit den Oberauers und der Liesel Wagner-Bacher, dem Landhaus Bacher, seid ihr die heilige Dreifaltigkeit in diesem Land, die drei besten Restaurants, die Österreich vorzuweisen hat, die drei besten, eine der drei besten weltweit und europaweit, davon bin ich fest überzeugt. Liebe Birgit, wie ist es euch ergangen? Ihr habt ja auch Takeaway eingeführt. Ich bin ja selbst ein Nutznießer. Sie machen die besten Rindsrouladen, frisch, glaube ich sogar, wenn man sie in der Früh bestellt, hat man Mittag ein Erlebnis, als würde man im Steirereck sitzen, vom Wallergulasch ganz zu schweigen. Wie geht's euch? Und wie ist es euch ergangen und wie ist so deine Analyse? Ja, schon langsam sehen wir dem Ende zu. Also es wird gut, wenn Mai oder Ende Mai dann wirklich wieder aufsperren dürfen. Aber wir haben auch die Zeit sinnvoll genutzt. Ja. Also für uns war es mit dem Takeaway eine gute Geschichte. Der Steyrek-Hausbesuch, den haben wir innerhalb von ein paar Tagen auf die Beine gestellt beim ersten Lockdown, nachdem die Möglichkeit bekannt gegeben worden ist. Und das war schon, ist für uns eine gute Geschichte. Und vor allem für uns war es immer wichtig, für unsere Mitarbeiter war es eine tolle Geschichte. Wir konnten dadurch wahnsinnig viele Mitarbeiter immer wieder stundenweise hereinholen, tageweise hereinholen. Für die war das wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, so wie es der Waldo gesagt hat, ja, wir werden ausgebremst von 180 auf 0, ja, nämlich nicht nur finanziell, sondern auch mit unserer Arbeitsleistung. Und da war es besonders wichtig, dass wir das anbieten konnten und können oder mit unseren Mitarbeitern gemeinsam umsetzen können. Und es war auch immer ein toller Kontakt mit unseren Gästen. Also die können sich ja bei uns auch abholen. Das ist immer sehr nett, wenn dann Gäste kommen und sagen, wir freuen uns schon wieder mit. Aber es ist ein kleiner Ersatz, wenn sie dann unser Essen mit nach Hause nehmen dürfen. Du bist ja sehr viel in den Medien zitiert worden mit einer sehr starken Aussage, die mir persönlich enorm gut gefallen hat, als es im November die große Förderung gab, wo also die Gastronomie mit 80% gefördert wurde. Und du in dieser Zeit gesagt hast, sehr mutig, ja toll, danke, dass ihr uns da helft, aber in Wirklichkeit, wir wollen arbeiten. Ja, also man muss im internationalen Vergleich schon sehen, wir müssen in Österreich froh und dankbar sein für die Unterstützungen, die wir bekommen haben und bekommen. Also das ist nicht selbstverständlich. Wir haben viele Kollegen international, die haben mit dem Tag des Lockdowns zusperren müssen, ihre Mitarbeiter entlassen müssen und konnten gar nicht helfen. Ja. Also da muss man schon auch sagen, man muss auch Danke sagen können. Aber es war in dem Punkt war es dann einfach für mich so, das hat so geklungen wie, na, wir nehmen das Geld, lehnen uns jetzt zurück und genießen das. Aber so ist es nicht. Ja. Und Gastronomie funktioniert ja nicht so, dass wir nichts tun, sondern wir leben ja davon, dass wir ein volles Restaurant haben, dass wir ein volles Hotel haben, dass wir in Aktion sind, dass wir das gerne tun jeden Tag. Und da war die Aussage für mich einfach vielleicht falsch gesagt, dass es nicht falsch rüberkommt. Also wir sind keine Almosennehmer, sondern wir brauchen die finanzielle Unterstützung oder brauchten sie. Aber wir arbeiten lieber gerne bei unseren Gästen oder mit unseren Gästen. Ihr habt ja auch den Bogusch unter Management sozusagen. Was wird sich da alles verändern? Ja, wo ein Nachteil, da ein Vorteil für uns war, Corona in dem Sinne ja ein bisschen ein Vorteil am Bogusch. Wir haben eine
wahnsinnig große Baustelle begonnen, schon vor Corona, die dann natürlich nicht mehr zum Einbremsen oder Eindämmen war. Und da war die Zeit jetzt einfach sinnvoll genutzt, indem der Heinz sich da wirklich sehr, sehr intensiv kümmern konnte. Also wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, aber er natürlich viel mehr aktiv vor Ort sein kann und Einfluss nehmen kann. Ja, wir haben viel vor am Bogusch. Es ist auch wieder so, nach 26 Jahren haben wir da kaum einen Stein oder wenige Steine am anderen gelassen, was aber auch wichtig ist, was für uns selber wichtig ist und was auch für die Mitarbeiter. Das gibt wieder neue Motivation für die Gäste. Es wird wieder ein neuer Ort, wieder etwas mehr Magie, wieder etwas mehr Spannung, und auf das freuen wir uns jetzt eigentlich schon wirklich sehr. Ja, wir freuen uns auch, nicht nur auf den Bogusch, auch auf das Steirereck. Herzlichen Glückwunsch zum abermaligen Sieg. Danke. Und viel Erfolg, und wir hoffen, dass es wirklich jetzt passiert. Danke. So, wir gehen ins Burgenland. Burgenland-Sieger, wieder Max Stiegel, Koch des Jahres, ausgezeichnet von allen möglichen Leuten, aber ich bin ein bisschen stolz, auch wenn ich gesagt habe, der Gomio hat ihm den Koch des Jahres gegeben, wir haben ihn als Erste entdeckt. Der Falstaff war der Erste, der ihn im Burgenland zum Sieger gemacht hat, und auf das bin ich besonders stolz, weil das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und dein Schwiegervater übrigens, Heinz Reitbauer, hat damals gesagt, dass wir den Max Stiegel zum Burgenland-Sieger machen durften, und er bekam damals gerade die Auszeichnung für sein Lebenswerk, hat er gesagt, das war schon lang fällig. Also so, ich kann natürlich nicht steirisch, ich bin ein Kärntner, sorry dafür, aber er hat es also sehr steirisch gesagt. Ja. Gut, Max, lieber Max, herzlichen Glückwunsch auch. Wie geht's euch? Wie läuft es bei euch? Wie schaffst du Corona zu durchtauchen mit den Mitarbeitern? Gibt es Takeaway bei euch? Erzähl uns. Also vielen Dank erst einmal. Ja, wir haben auch Takeaway gemacht, Gläser autoklaviert, frisch gekocht, in Wien verkauft, im Burgenland verkauft, online verkauft, oder wir verkaufen es nach wie vor noch. Wir haben in Wien jetzt eine neue Zweigstelle im 5. und ab nächster Woche bieten wir auch von Montag bis Freitag Mittagsmenüs in Naschmarktumgebung an und alles Mögliche. Also ich glaube, Koch oder Wirt zu sein, heißt nicht nur, man muss über die Runden kommen, irgendwo muss ein Geld reinkommen, und Stundungen waren für uns keine Option. Und wobei ich sagen muss, in Burgenland hätten wir Jänner, Februar, März, wäre so und so ruhiger gewesen, also hatten wir was irgendwie Ding. Ich sehe das alles, es ist natürlich traurig und fürchterlich, was da alles passiert ist, dass wir zugesperrt haben, aber ich sehe es irgendwie als Chance, dass wir jetzt durchstarten. Ich schaue nach vor, ich nehme dich beim Wort und sage, 17. Mai sperren wir auf, also wenn, dann wir in Burgenland, weil wir sind mit Abstand die Mutigsten, was man so mitkriegt. Ja, das ja. Kann man jetzt mehrdeutig verstehen. Ja, und also 17. Mai sperren wir auf. Wir werden dieses Jahr im Sommer auch noch den Knappenhof mitbetreiben, in der schönen Reichenau, also Reichenau an der Rax. Wie, weiß ich noch nicht, aber es wird sicher funktionieren, jetzt wird es schön. Und ja, im Burgenland hat sich viel getan derzeit. Also wir haben auch ein bisschen was hergerichtet und umbaut und was weggerissen und neu gebaut. Konnten die Mitarbeiter alle erhalten bleiben? Ja. Ja, weil kündigen war für mich... Du wirst ja auch brauchen, weil du bist ein Hans Dampf in allen Gassen, du machst ja wahnsinnig viel, was sich ja besonders freut, weil ich finde, aktive Unternehmer, auch als Wirt, ist ein guter Unternehmer, aber du machst ja viel. Ja, Stillstand kam nicht in Frage. Also ich habe drei kleine Kinder und die brauchen täglich was zu essen. Was soll einer sagen? So, wir holen uns was. Also ich bin gern beim Mochi oder irgendwo anders, da, wo ich mir gerne Essen hole. Aber ich mache es gern, ich brauche die Mitarbeiter. Ich sage immer, mein Personal ist mein Kapital und ohne den geht es nicht. Aber das kennen wir alle. Und ja, es gibt viele Projekte, es gibt viel Neues, es ergeben sich tagtäglich Projekte. Und also durchaus positiv, optimistisch für schon. Die Zukunft. Schon, also ja, das freut mich sehr. Ich habe bei Null begonnen, bin jetzt wieder bei Null, also es kann nur mehr besser werden. Herzliche Gratulation jedenfalls. Vielen Dank. Zu dieser neuerlichen Auszeichnung. Herzliche Gratulation auch nach Niederösterreich ins Landhaus Bacher. Die Sieger von Niederösterreich, Thomas Dorfer mit seiner Frau Susanne Dorfer-Bacher. Das ist überhaupt eine phänomenale Familie, wie so viele gastronomische Familien in diesem Land. Aber die Bachers sind etwas ganz Besonderes. Dort ist ja wirklich vom Schwiegervater bis zur Schwiegermutter und alle sind, glaube ich, im Einsatz. Kinderarbeit, glaube ich, machen sie nicht. Aber sonst arbeitet dort jeder, der irgendwas tragen kann oder den Löffel rühren kann. Und ich finde, das ist auch so ein Vorzeigebetrieb und auch nicht selbstverständlich, dass der Schwiegersohn
der ja um nichts schlechter kocht, im Gegenteil vielleicht sogar, muss man aufpassen, was ich jetzt sage, wie die Liesel Wagner-Bacher, kostet zumindest anders und trotzdem ist das eine wahnsinnige Harmonie, die man dort erleben darf. 99 Punkte für das Landhaus Bacher, besser kann man es gar nicht haben. Ja, 99 Punkte gibt es auch für die Oberhaus in Werfen, auch ein Brüderpaar, wie aus dem Bilderbuch, langjährige Sieger, unglaublich beseelt, wahnsinnig stark mit ihren Lieferanten verbunden, was ja ein ganz großes Thema ist, nämlich die Herkunft, die sehr stark diskutiert wird. Gibt ja auch jetzt vielleicht gesetzliche Unterstützung dazu, dass man das also irgendwo auch deklarieren muss. Ich bin nicht für Zwang, ich bin für Freiwilligkeit. Die besten Wirte und Restaurants schreiben längst auf ihre Karten voller Stolz, wo ihre Lieferanten herkommen und wie sie produzieren. Weil das ist ja auch ein Asset, wenn man aus der Umgebung, aus der nächsten Region die Produkte genießen kann. Ja, die Rote Wand hat nicht nur als Hotel toll abgeschnitten, der Joschi Walch wird heute vielfach ausgezeichnet, wie bei Olympia ist das, der kommt damit mehr an Medaillen nach Hause. Nicht nur Gastronom des Jahres, sondern auch sein Restaurant im Schulhus, der Chefstable, mit Max Nadmesnik, einem Kärntner, der dort kocht, als ging es um sein Leben. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder. Er darf das bald wieder machen. Wer einmal am Chefstable im Schulhus gesessen ist, dort 16, 17 Gänge genossen hat, der weiß, was ganz, ganz große Cuisine sein kann und das in Zug am Arlberg. Großes Kompliment, 98 Punkte für die Rote Wand. Ja, Martin Sieberer, auch einer, der schon die Siege oft gepachtet hat bei uns, Batznauner Stube, Trofana Royal in Ischgl. Ein Ort, der es auch schon einmal lustiger gehabt hat. Ich hoffe, dass Ischgl das Comeback schafft, so wie wir alle an dem Comeback arbeiten nach Corona, dass Ischgl auch sein Image-Manko durch die Corona-Krise wieder wettmachen kann und besseren Zeiten entgegensieht. Martin Sieberer in der Batznauner Stube wird sicherlich einen wesentlichen Anteil daran haben. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation nach Oberösterreich. Der Sieger in Oberösterreich sitzt in Traunkirchen. 96 Falstorf-Punkte für das Bootshaus und Lukas Nagel. Ein Herzeigebetrieb. Wir können es kaum erwarten, dort wieder auf der Terrasse zu sitzen am Traunsee und diese wunderbare Küche dort zu genießen an lauschigen Abenden. Steiermark. Steiermark hat zwei Sieger. Zwei Sieger mit je 97 Falstorf-Punkten. Einerseits die Weinbank vom Gerhard Fuchs und andererseits der Harald Irker am Pfarrhof. Zwei unglaublich tolle Köche. Herzliche Gratulation in die Steiermark. Dort wird gekocht wie kaum wo in diesem Land. Einen neuen Sieger gibt es in Kärnten. Kärntner Herr Wallner, der Sieger der vergangenen Jahre, baute gerade um, läuft also derzeit ohne Konkurrenz, kann nicht bewertet werden. Umso mehr freut es mich, dass der Weißensee den Wörthersee jetzt ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Und der beste Wirt und das beste Restaurant in Kärnten finden wir derzeit am Weißensee, in der Forelle. Tolles Hotel, tolles Restaurant und Hannes Müller, ein fantastischer Koch, der unglaublich auf Nachhaltigkeit Wert legt, natürliche Produkte und auch ein Slowfood-Verfechter ist. Also dort hat man auch viel Zeit am Weißensee und Slowfood würde wahrscheinlich kaum besser wohin passen als dort. Hannes Müller, herzliche Gratulation an den Weißensee nach Kärnten in meine Heimat. Ja, und Max Stiegel haben wir bereits genannt. Und meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt zu einer weiteren Premiere überleiten dürfen, nämlich neben dem Hotel, neben dem Falstaff Restaurant Guide gibt es erstmals auch einen Hotel Guide. Und ich habe es kurz in der Einleitung schon gesagt, das ist ein tolles Ding geworden, ein dickes Ding geworden. Wir nennen ihn den Goldbarren. Es ist auch golden außen und innen mit wahnsinnig vielen tollen Tipps und vor allem sehr klaren und mitunter auch harten Bewertungen. Wir haben hier die 1100 besten Hotels der Welt zusammengefasst. Und ich freue mich ganz besonders, dass meine Mitherausgeberin Nadine Ciderer heute auch hier ist. Und Nadine, vielleicht kannst du uns ein bisschen was sagen über die Entstehung des Hotel Guides. Welche Rolle spielt er bei Österreich und wie kam es dazu?
Also vielen Dank, Wolfgang. Also ich freue mich ganz besonders. Es ist ein großer Traum gewesen, auch hier die Hotels mitzunehmen und auch in diese erfolgreiche Riege der Falstaff Guides, diese aufzuschließen mit den Hotels. Denn es geht ja allen voran, und das haben wir auch ganz klar definiert, um den Genussmenschen. Also wer gerne gut isst, trinkt gerne guten Wein, fährt gerne in schöne Hotels. Und ich glaube, das ist die Grundbasis und das war die Grundidee, diesen Guide auch in die Welt zu rufen und in die Welt zu bringen. Grundsätzlich haben wir uns auf die besten Hotels fokussiert natürlich. Wir haben uns angesehen, welche Hotels in welchen Kategorien hier ganz vorne sind. Im Guide finden sich, in der Erstfassung des Guides, in dieses Goldbahns, finden sich 1.100 der besten Hotels. In Deutschland, in der Schweiz, aber natürlich allen voran in Österreich. Und das zeigt wieder, wie Österreich hier die Nase auch vorne hat in der Hotellerie, im Tourismus. Und es freut mich ganz besonders, dass wir hier auf die demokratische Bewertung auch zurückgreifen konnten. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft dieses Guides. Wer bewertet? Es ist eine demokratische Bewertung, wie es Falstaff auch, glaube ich, im Bereich Restaurant und Wein sehr gut demonstriert hat. Und es bewertet der Gast. Es bewertet nicht nur ein Gast, sondern der Connoisseur, ein genussaffiner Mensch, der Lifestyle mag, der Reisen mag, der auch gute Qualität von hervorragender Qualität unterscheiden kann. Und ich glaube, das macht schon auch die Basis dieses Guides aus. Und die Menschen vertrauen in Falstaff, sie vertrauen in die Qualität, in Vertrauen auf die Marke Falstaff. Und ich glaube, hier haben wir sehr profunde und qualitativ hochwertige Bewertungen gesammelt. Wir haben seit 2 Jahren an diesem Guide gearbeitet und haben uns bemüht, die besten Feedbacks und die Basis dieser Feedbacks zusammenzufassen. Und die Grundsatzfrage war natürlich, nach welchen Kriterien bewerten wir diese Hotels? Ich glaube, man kann von sich selber ausgehen und hier auch sich überlegen, was ist einem wichtig bei einem Hotel? Ist es die Lage? Ist es der Genuss? Ist es der Bereich Wellness allen voran, der hier eine große Rolle spielt? Und das Ganze führt zu einem guten Gesamteindruck. Und um das geht es letztendlich in der Auswahl der Hotels, um einen guten Gesamteindruck. Und das haben wir hier, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Ich freue mich ganz besonders, dass ich komme aus dem Westen, ich bin aus Tirol. Wir haben uns hier natürlich auch angesehen und aufgrund der ganzen Bewertungen, tausende Gäste haben bewertet, hier uns die Besten des Landes angesehen. Und das ist die große Frage natürlich, wer führt an der Spitze? Ja, also das ist der Westen ist schon sehr beherrschend, muss man sagen, im Hotelranking. Wenn wir die 10 besten Hotels, die unter den 450 besten Hotels in Österreich herausnehmen, so sind 4 Hotels davon aus Vorarlberg, 4 aus Tirol, ein Hotel aus Salzburg und ein Stadthotel aus Wien. Also in Wien hat das Stadthotel das Beste vor dem Sacher, muss ich sagen, kommt natürlich gleich zu einer ganz wesentlichen Vertreterin der Hotellerie, das Park Hyatt gewonnen. Aber es geht halt auch viel heutzutage in dieser Bewertung um Wellness zum Beispiel. Also da hat natürlich das Park Hyatt, wo man in einem im Safe-Raum im ehemaligen ein Schwimmbad hat und Wellness ganz groß geschrieben hat, hat auch einige Vorteile. Und Gratulation auch an das Park Hyatt hier an dieser Stelle für das beste Stadthotel des Landes. Gratulation nach Lech zum besten Hotel Österreichs, Almhof Schneider. Ein 100-Punkte-Hotel. Gerold Schneider konnte es gar nicht fassen. Er sagte nur, um Gottes Willen, jetzt werden sie uns alle noch strenger begutachten und wir dürfen uns gar nichts mehr leisten. Ja, das ist leider Gottes neben der Freude, das beste Hotel zu werden und 100-Punkte-Bewertung eigentlich fast unglaublich zu bekommen, ist natürlich auch eine unglaubliche Bürde. Eine Bürde, weil jeder Gast sich das enorm, also die Latte ganz, ganz hoch legt und sich jetzt irgendwelche Wunderdinge erwartet, die es natürlich gar nicht gibt. Ich freue mich aber auch, dass wir in dieser Bewertung Hotels haben, die Best Like sind, also die beliebtesten Hotels. Und ich freue mich ganz besonders, last but not least, heute eine Vertreterin für die österreichische Hotellerie heute hier zu haben, Elisabeth Gürtler. Elisabeth Gürtler muss man ja nicht vorstellen. Sie ist eine Doyenne, die Doyenne der österreichischen Hotellerie. Du hast das Sacher wieder groß und toll gemacht. Hast es, wie es sich gehört, an deine Kinder übergeben. Und hast aber dein Hotel, das du ja immer schon hattest, das Astoria,
zu einer Wellness-Oase und zu einem Ort der Ruhe, der Natur, des guten Essens ausgebaut, und du hast auch gewonnen. Und herzliche Gratulation, du bist mit den meisten Likes hier auch ausgestattet worden, und herzliche Gratulation. Und ich freue mich ganz besonders, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und ich würde dich jetzt bitten, auch für uns alle ein bisschen ein Abschlussstatement zu machen, weil die Hotellerie in den letzten Monaten sicher die am meist gestrafte Branche in diesem Land war. Siehst du wieder ein Licht am Ende des Tunnels, wie es uns irgendwie versprochen wurde? Elisabeth. Ja, also es war natürlich ab November letzten Jahres, war es abrupt zu Ende. Es gab im Jahr davor schon einen Lockdown. Und dann hat die Sommersaison begonnen, und das war fantastisch, weil da hat man gesehen, wie sehr die Menschen eigentlich hungrig sind, darauf wegzukommen, zu genießen, es sich gut gehen zu lassen. Und der Sommer war, ich würde sagen, fast ein Jahrhundertsommer, den wir gehabt haben. Die Euphorie hat aber lange nicht gedauert, denn Ende Oktober war es zu Ende und im November waren wir wieder geschlossen. Und dann haben wir halt begonnen, immer wieder ein neues Eröffnungsdatum zu planen. Und wir haben gedacht, Weihnachten, das wird gehen. Und wir haben ein tolles Weihnachtsprogramm zusammengestellt. Jeden Tag irgendeine andere attraktive Geschichte. Und Silvester wurde natürlich durchgeplant mit Orchester und allem. Ja, und dann ist es immer näher gekommen. Und ich habe gemerkt, es wird wahrscheinlich nichts werden. Wir haben ein volles Haus gehabt. Also alles war gebucht. Und das ist das Furchtbare, wenn man den Gästen dann so kurz vorher, 14 Tage, 3 Wochen vorher, die sich hier auf einen Urlaub eingestellt hat, sagen muss oder sie anschreiben muss, und am besten ist, man ruft sie an, weil da kann man das besser irgendwie ihrer Gemütslage entsprechend vermitteln. Und man sich dann so meldet, ja, Liebe, so und so. Wir haben leider eine ganz schlechte Nachricht, und es tut uns genauso weh, wie es jetzt Sie treffen wird, aber wir werden nicht offen haben können. Und wir bitten Sie zu verschieben. Und ich habe mir gedacht, viele werden wütend sein und sagen, was glauben denn die eigentlich verschieben, wenn sie uns jetzt nicht nehmen, sollen sie das vergessen? Nein, die Leute waren immer wieder bereit zu sagen, ja, es tut uns auch leid, aber ihr tut es uns besonders leid, und wir verschieben. Und mittlerweile haben wir das Spielchen, glaube ich, 8-mal gemacht mit dem Verschieben. Und das letzte Eröffnungsdatum, das ich mir gesetzt habe, war jetzt 13. Mai. Ich habe gewusst, den werden wir auch nicht halten können. Daher bin ich jetzt auf Nummer sicher gegangen und habe gesagt, wir eröffnen am 10. Juni, und das muss jetzt halten. Und wenn ich so die Medienberichte lese, kann ich mir vorstellen, dass wir den 10. halten werden. Jetzt haben wir einen neuen Gesundheitsminister, der sich mal vorgestellt hat, dass auch unpopuläre Maßnahmen setzen wird. Dem gedacht, um Gottes Willen. Unpopulär, das Unpopulärste ist, wieder nicht öffnen zu dürfen. Und ich hoffe, ich habe ihn heute im Morgenjournal gehört, Radio 3 gehört, und da hat er mir irgendwie geklungen, als wäre ihm das auch wichtig, dass wir alle offen haben, und dass es eigentlich eher nur um die medizinische Versorgung und um die Intensivstationen geht. Und da sind wir ja nicht so schlecht mehr. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir ab dem 10. Juni wieder Gastgeber sein können, dass unsere Mitarbeiter, die alle im Lockdown waren jetzt über ein halbes Jahr, die freuen sich wahnsinnig drauf zu arbeiten. Die sitzen jetzt alle gemeinsam in einem Personalhaus. Sie gehen Skifahren, was sie in Tirol machen können, weil Tirol hat ja die Pisten und die Lifte offen. Sie machen Computerspiele. Ich verordne ihnen sehr viele Schulungen. Sie sitzen dauernd im Wifi und bei all den möglichen Kursen. Aber sie freuen sich wahnsinnig, dass sie wieder arbeiten dürfen. So wie die Frau Heidbauer das gesagt hat. Wie wir uns alle freuen. Alle ja. Freuen sich, und ja, wir sind voll mit Enthusiasmus, mit vielen neuen Ideen, auch mit neuen Dingen, die wir in der Zwischenzeit gebaut haben. Man muss ja diesen Lockdown nutzen und muss auch die Investitionsprämie nutzen. Also wir sind der Regierung dankbar, dass sie uns unterstützt hat, dass sie uns die Kurzarbeitsmöglichkeit gegeben hat. Wie will man eröffnen, wenn man die Mitarbeiter nicht hat? Man kann ja nicht kurzfristig ein neues Team aufbauen. Also diese Kurzarbeit ist zwar etwas für kurze Zeit gedacht, aber es hat sich jetzt über eine lange Zeit hinweggestreckt. Aber wie wäre es gewesen, wenn wir das nicht gehabt hätten? So können wir sagen, 10. Juni eröffnen wir mit dem vollen Team. Alle sind voll gut geschult. Wir sind gut geputzt, neu hergerichtet. Wir sind ready. Wir sind ready, ja. Wir sind ready. Ja, meine Damen und Herren, deshalb ist auch diese ganze Präsentation heute unter dem,
unter dem Titel Comeback des Genusses und Comeback unserer Freiheit. Es geht um nicht weniger als um unsere Freiheit. Es geht um das Wiedergenießen und wie wir heute auch von den Profis jetzt gerade gehört haben, wie sehr auch die Branche danach lechzt, endlich wieder aufzumachen, die Mitarbeiter danach lechzen, endlich wieder Gäste empfangen zu können. Und das, was wir heute hier präsentieren, ist im Prinzip der Wegweiser. Und ich habe schon vernommen, dass also es unglaublich viele Buchungen schon gibt ab dem 17. Mai in Restaurants. Tische werden schon besetzt, also wir werden schon wahrscheinlich Probleme bekommen, einen Tisch zu kriegen. Soll uns nichts Schlechteres passieren, wenn mal jetzt wochenlang alles ausgebucht ist und wenn endlich dann auch die Hotellerie spätestens ab Juni, wie Elisabeth Gürtler gerade gesagt hat, dann auch wirklich wieder ihre Gäste endlich beim 9. Mal verschieben empfangen kann. Und ich freue mich jetzt, wenn es ein paar Fragen gibt, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt eine Premiere für mich auch starten. Ich drücke da jetzt einmal drauf und schaue mal, ob es im Chat Fragen gibt. Gibt es? Jetzt muss ich mal eine Brille aufsetzen. Entschuldigung. Also, ich darf gleich einmal bitten. Ja, die Eva Bohuslav vom Bezirksblatt Oberösterreich an Tobi Müller. Wenn ich da jetzt drauf drücke, kommt die Eva Bohuslav ins Bild. Regie, können Sie mir da helfen? Oder sonst lese ich die Frage vor. Ist sie da? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an den Herrn Tobi Müller. Und zwar, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Tobi. Puh, das sprengt die Sendung, glaube ich. Nein. Drei Sätze. Passion, unsere Mitarbeiter, ehrgeizig. Wir versuchen das alles Mögliche zu machen, unseren Kunden zu halten, unsere Mitarbeiter zu halten. Und das gibt uns tagtäglich den Antrieb und die Motivation, einfach das Beste zu machen, und wir haben wahnsinnig viel Spaß auch bei der Arbeit. Danke. An die Frau Gürtler, Frau Mörzinger, liebe Elisabeth Gürtler, Frau Mörzinger, hören Sie mich? Können Sie selbst fragen? Geht, glaube ich, nicht. Also die Frau Mörziger möchte gerne wissen, liebe Elisabeth Gürtler, macht es für die Stadthotellerie Sinn, ohne Reisefreiheiten aufzusperren? Das große Thema ist überhaupt, wir haben in Österreich 25% Inlandsgäste und 75% kommen aus dem Ausland. Diese Inlandsgäste konzentrieren sich natürlich hauptsächlich im Osten Österreichs, also im Burgenland, in der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg gerade noch, Tirol hat hauptsächlich Gäste aus Deutschland, dann einige, also Niederländer und dann Schweiz und Liechtenstein und Großbritannien. Und solange da die Grenzen nicht offen sind, werden wir ganz, ganz schlecht gebucht sein. Also wir kämpfen alle im Moment um den Inlandsgast. Wir hoffen, dass auch die im Osten sind einfach mehr Menschen, vor allem in Wien, dass sie den Weg in den Westen finden. Die Stadthotellerie in Wien gerade ist natürlich, gibt 7-8% Österreicher, die Stadthotellerie in Wien nutzen und dort das genießen. Sonst sind es internationale Gäste. Und solange hier der Flugverkehr nicht wirklich funktioniert und die Leute wieder fliegen, wird das sehr schlecht sein. Aber trotzdem werden die Hotels aufmachen, eben wegen der Mitarbeiter. Und damit das ganze Werk wieder weitergeht. Aber auch im Westen, wenn die Deutschen nicht kommen dürfen, dann wird es in Tirol sehr schlecht aussehen. Daher, wir werden aufmachen. Wir haben nicht große Erwartungen, dass wir gut gebucht sind, aber es ist wenigstens ein Wiederbeginn. Danke. Jetzt gibt es eine Frage an den Herrn Max Stiegel. Woher nehmen Sie die Energie, so viele Projekte gleichzeitig zu machen, noch dazu mit drei kleinen Kindern? Naja, die Energie ergibt sich von selbst. Also ich schlafe sehr wenig, ich schlafe sehr schnell. Und ja, das geht sich alles irgendwie aus. Also, aber die Kinder geben mir sehr viel Energie. Nein, indem man kurz schläft. Und okay. Man konzentriert sich aufs Wesentliche. Und ich schlafe 3,5-4 Stunden maximal.
Und ja, drei Kinder. Ich freue mich jede Minute, wenn ich die Kinder sehe. Aber es ist auch manchmal schön, wenn man sie ein paar Stunden nicht bei sich hat. Und deswegen freue ich mich wirklich, dass die Schulen wieder aufgesperrt haben. Also jeder, der Kinder hat, der wird es jetzt verstehen. Die anderen werden sagen, der hasst sie, aber das stimmt nicht. Aber drei Kinder in Homeschooling oder daheim ist eine Herausforderung. Ich glaube, das Ding. Aber Energie ist ja ist vorhanden, ist genug. Reserven sind vorhanden. Glaube ich auch sofort. Vom Weekend-Magazin die Frau Brandstätter. Können Sie mich hören, Frau Brandstätter? Ja, ich kann Sie hören. Danke, Herr Rosam. Ich habe eine Frage an den Herrn Max Stiegel. Was fehlt Ihnen im Moment am meisten? Was mir am meisten fehlt? Ach, genau. Das Wort Zahlen bitte möchte ich wieder mal hören. Das ist irgendwie so... Man sitzt daheim und denkt sich, ja, es fehlt mir die Kommunikation. Ich bin gern Wirt, ich kann nichts anderes. Ich rede gern, ich koche sehr, sehr gern. Aber ich bin nur lieber bei den Leuten draußen und eben die Kommunikation, das Zwischenmenschliche, das fehlt mir schon sehr. Also das ist, auch wenn es nicht immer positiv ist, aber es fehlt. Gut, eine Frage an die Frau Reitbauer von der Johanna Gessel. Johanna, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Liebe Frau Reitbauer, bitte. Mit welchen drei Worten würden Sie die österreichische Gastronomie beschreiben? Flexibel und langer Atem. Langer Atem ist gut. Haben wir einen längeren Atem als die anderen? Ja, bleibt uns nichts anderes über, oder? Wir sind wendig. Ja, ich glaube, wir haben einen langen Atem. Wie lange noch reichen muss oder sollte, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir haben in den letzten Monaten bewiesen, dass die österreichische Gastronomie kreativ ist, sich wendig an die Situationen anpassen kann, nicht jammert, sondern viel, viel umsetzt. Und ich glaube, das beweist doch schon, dass wir guten, langen Atem haben. Wird es eine große Insolvenzwelle geben im Herbst? Es wird sicher. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, in welcher Zeitung es war, am Wochenende gesehen, welche Lokale nicht mehr aufsperren. Da waren einige dabei, die ich nicht kannte, aber es waren schon einige auch dabei, die ich kannte. Und es ist schon, das ist so... Das ist irgendwie ganz lähmend, das ist furchtbar, weil ich mir denke, jeder strengt sich an, jeder bemüht sich, jeder tut das, was er jeden Tag am besten kann und versucht alles aus seinem Geschäft herauszuholen und manche werden es nicht schaffen. Und also es ist eine furchtbare Situation und jeder Betrieb, der österreichische, jeder gastronomische Betrieb, der in Österreich zusperrt, um den ist es schade, weil es ist eine Vielfalt, die wir erhalten müssen. Und ich glaube, da ist noch einmal immer der Appell an die Regierung, dass die Unterstützungen da sind und dass gestundet wird, damit die Vielfalt in Österreich an der Gastronomie erhalten bleibt. Aber ich glaube, das ist auch zum Teil... Ich glaube auch, dass es zum Teil eine Marktbereinigung ist, dass viele davor schon sehr, sehr schlecht aufgestellt waren. Weil die innovativ waren, die sich bemühen, die schon immer gern gearbeitet haben, die werden es schaffen. Und natürlich ist es traurig, wenn einer zusperrt, aber es werden sicher gleich wieder neue aufsperren. Das ist meine Hoffnung, zumindest am Land. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, was in Burgenland alles neu aufsperren möchte, oder in Tirol oder in Salzburg, wie viel es sind, also... Ich sehe es mal ein bisschen differenzierter, weil ich sehe es zum Beispiel am Bogusch, wir haben den Nachbarort Turnau, ja, da hatten wir 5 aktive Wirtshäuser, davon wird es 3 nicht mehr geben, ja. Weil die Zeit einfach so ist, die Pension ist dazwischen gekommen, die sperren einfach nicht mehr auf, finden keine Mitarbeiter mehr, es sind so viele Punkte und das sind durchwegs gute Betriebe, die was Anständiges machen. Also ich glaube, als alleine darauf zu beziehen, dass es vielleicht jemand nicht deswegen schafft, weil er halt nicht gut genug war, so sehe ich es nicht. Ich glaube, es ist auch gerade in den Anfangsjahren, wenn du jetzt deinen Betrieb gerade erst aufgesperrt hast, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, dass du über diese Zeit gekommen bist, weil du einfach keine Zeit hattest, Reserven zu bilden. Und das ist schon eine große Thematik in Österreich, die wir in den nächsten Jahren auch angehen müssen, dass wir in der Lage sind, Reserven zu bilden, dass wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen können, gute Standorte zahlen können und den Standort Österreich sichern, auch in diesem Bereich. Ja, meine Damen und Herren, das war, glaube ich, ein ganz netter eine Zusammenfassung. Und ich freue mich sehr, dass Sie diese Stunde jetzt mit uns verbracht haben. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken. Ich weiß, wie schwierig das ist in diesen Zeiten von Homeoffice aus und überall, wo man sich gerade befindet, an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir alle freuen uns mit Ihnen hoffentlich, sehr, sehr bald wieder im Schanigarten zu sitzen, ins Restaurant gehen zu können, unsere Lieblingswirten zu besuchen, ins Hotel zu gehen und unsere Ferien dort zu verbringen, ein normales Leben wieder zu führen. Also halten wir daran fest,
am Comeback des Genusses ist nicht mehr zu rütteln. Es ist eine Frage der Zeit. Meine persönliche Prognose ist der 17. Mai. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Wetten werden entgegengenommen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.